Rad. Irokesenesel. Die riechen alles, gell? Das 10 Kilometer Tanke entfernen. Das ist eine Energie. Da kommt noch einer. Und noch einer. Tag 4 unserer Reise nach und auf Sardinien beginnt leider etwas chaotisch. Ursprünglich war geplant und auch bereits reserviert eine Bootstour zu Cala Mariolo. Am Hafen von Arbatax gibt es zahlreiche Anbieter, bei denen man selbst ohne Bootlizenz ein Boot ausleihen kann. Aber das hat leider nicht funktioniert, also haben wir uns dazu entschlossen, eine Wanderung dorthin zu machen. Die ist allerdings nur etwas für wirklich Fitte, denn die dauert mindestens 2,5 bis 3 Stunden. Und man sollte sich darauf einstellen, dass man in der Sonne läuft, Proviant mitnimmt und vor allem viel Wasser. Durchgezwängt. Jetzt geht es wieder los. Alle guten Dinge sind 3. Zweimal jetzt, einmal nachher. So, der Gott, wir haben. Also die Taschen hängen wir jetzt an den Dödel vom Oliver. Genau, ein Dödel. Oh. So groß ist mein Dödel auch wieder nicht. Nicht der, du weißt doch. Du Dödel! Der, die Dödel. Ey, du Dödel. Schlaf dein Dödel. Du Dödel, die. Du Dödel, du. Beim Torbogen angekommen, der wirklich eine spektakuläre Sicht bietet, haben wir noch einen Fotostop eingelegt und dann geht es weiter, doch recht beschwerlich, auf der Steilküste Richtung Meer hinab. Und wenn man den Torbogen durchquert, sieht man auch schon das kühle Nass von weit oben und dann sind es nur noch knappe 1,5 Stunden Wanderung. Also der Torbogen ist ja der Wahnsinn. Ich kann gerade nicht. Also wer das hier gebaut hat. Faszinierend. Das sieht so neu aus. Das ist doch alles frisches Holz hier. Wow. Das ist frisch gesägt, das ist nicht alt. Also wieder der für die Sande anschafft, das ist mir ein Rätsel. Das macht mich fertig. Von unserem Ausgangspunkt aus gesehen liegt dieser fantastische Torbogen ungefähr im ersten Viertel und von da aus, wenn man ihn durchquert hat, hat man schon von oben eine gute Sicht auf das Meer. Wir hatten an dem Tag sehr, sehr viel Glück mit dem Wetter, es war ein wunderschöner Sonnentag und von dem Torbogen aus bis zum Strand hinunter, ja, braucht man noch ungefähr knappe 1,5 Stunden Minimum. Das zieht sich dann in so kleinen Serpentinen hin und nach einer der letzten Serpentinen hat man dann einen Blick auf den Strand an sich. Nun geht es dann nur noch eine steile Holztreppe hinab, die regelmäßig gewartet wird. Da braucht man also keine Angst zu haben, dass die Sprossen da spröde sind oder durchbrechen. Die hat eigentlich einen ziemlich verlässlichen Eindruck gemacht. Dann geht es noch über kleinere und größere Geröllfelsen. Aufpassen, direkt am Felsrand sind die etwas bröselig geworden. Also da besteht durchaus etwas Absturzgefahr. Und dann offenbart sich schon der Strand in all seiner Schönheit. Leider ab Ende Mai, Anfang Juni bis schätzungsweise Ende August, Anfang September, doch recht überlaufen, weil viele die Gelegenheit nutzen, entweder von Santa Teresa de Galura oder eben von Arbatax aus mit dem Boot gechartert über professionelle Anbieter, dort eine relativ unbeschwerliche Reise anzutreten, dort ihr Handtuch auszubreiten und dann ist der Strand relativ überlaufen. Aber es leert sich wieder, weil diejenigen, die mit dem Boot dorthin fahren, dort im Laufe des Abends auch wieder abgeholt werden, die machen sich hier natürlich nicht die Arbeit und die Mühe, dann noch die Steilküste hinaufzulaufen. Und so hatten wir am frühen Abend eigentlich den Strand fast schon wieder ganz für uns allein.
Cala Mariolo war für mich auch ein kleiner Höhepunkt, weil ich ein neues Kameraschutzsystem ausprobieren konnte, nämlich ein Dive Case, also ein Unterwassergehäuse für meine Insta 360 X3. Und das konnte ich hier zum ersten Mal ausprobieren und hat meiner Meinung nach eigentlich ganz passable Ergebnisse liefern können. Zusammenfahrt langsam. Zweiter Gang. Ja, ja. Also ihr müsst nicht kriechen, aber ihr müsst den Georg das mal aufhängen. Thank you.
Ja, nachdem die meisten Touristen schon abgereist waren, die wurden ja dann mit den Booten abgeholt, haben wir uns entschlossen, noch ein bisschen liegen zu bleiben, die Abendsonne zu genießen. Und dann haben wir unsere Sachen wieder zusammengepackt, machen uns auf den Weg wieder zurück die Steilküste hoch. Das heißt also all die vielen Stufen und Steine und Wege wieder zurück in der schönen Abendsonne. Genießen nochmal den letzten Ausblick aufs Meer. Wir hatten an dem Tag ein wunderschönes Wetter, das haben wir sehr genossen. Und nach dem Torbogen, nachdem wir den durchquert hatten, kam ja auch schon wieder die Kuppe in Sicht, und nach der Kuppe geht es dann eigentlich fast wieder konstant bergab zu unseren Motorrädern, zum Parkplatz, da wo wir sie haben stehen lassen. Ja, und dann entscheiden wir uns noch für einen kleinen Fotostop. Die Jungs fahren vor, ich fliege wie immer hinterher, im übertragenen Sinne, da machen wir noch eine kleine Aufnahme von oben. Und dann genießen wir eigentlich die letzten Strahlen dieses Tages im untergehenden Abendlicht, fahren noch einmal durch Baunahe durch. Und dann wird es eigentlich schon Zeit. Ich muss da die Jungs ein bisschen triezen und darauf bestehen, dass sie schnell fahren, denn wir hatten unbedingt noch einen Fotostop eingeplant für denselben Abend, nämlich am Felsen von Abertax, der in der untergehenden Sonne dann wunderschön rot erstrahlt. Und das funktioniert natürlich nur vor den letzten Sonnenstrahlen dieses Abends. Und die haben wir gerade noch erreicht. Die Drohne landet ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als die Sonne am Horizont untergeht. Ja, und wie immer gilt's, an diesem Abend haben wir uns natürlich ein deftiges Essen in unserem Lieblingsrestaurant verdient.